Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast der Börseninvestor von und mit Ulrich Müller. Heute mit einem mega spannenden Gast. Es ist nämlich Zlatko Sterzenbach und er ist Extremsportler, Weltrekordler, 17-facher Ironman und hat auch bis heute über 1800 Vorträge und Seminare in über 15 verschiedenen Ländern gehalten. Heute beschäftigt sich er zunehmend stärker auch mit dem Thema Hypnose, NLP und Mentaltraining. Und der Frage, wie geht eigentlich so wirklich Veränderung in deinem Kopf? Wie kann ich meine Gedanken steuern und somit mein Handeln und auch meine Realität in die richtige Richtung lenken? Und auch wenn die Süddeutsche Zeitung als ihn einen der gefragtesten Motivationstrainer Deutschlands bezeichnet, sieht er sich erst am Anfang seiner Karriere und sagt selbst über sich, es gibt noch viel zu lernen. Ja, in diesem Sinne, lieber Zlatko, begrüße ich dich ganz herzlich in meinem Podcast und spiele dir gleich vielleicht mal den Ball zu. Habe ich dich richtig beschrieben? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und lass meine Community gern daran teilhaben. Ja, danke dir, Ulrich. Ja, das ist natürlich die berufliche Perspektive, die private, was mich ausmacht. Ich bin Vater von einer 3,5 Jahre alten Tochter, eine wunderbare Frau an meiner Seite. Und wir leben draußen so ein bisschen ländlicher in Falkensee am Rande von Berlin. Und ja, die Themen beschäftigen mich, seit ich die Schule verlassen habe, nämlich wie kann ich ein gesundes, erfülltes Leben leben? Und 1987 habe ich meinen ersten Kunden gehabt. Ich war damals in der Vorbereitung von Ironman als absoluter Unsportler. Und dadurch, dass das eben in dem Studio, wo ich ein bisschen als Fitnesstrainer gearbeitet habe, sich rumsprach, war dann mein erster Kunde, Geschäftsführer, kannst du mich für einen Marathon vorbereiten? Das war sozusagen mein erstes Personal Training damals. Da gab es das noch gar nicht in Deutschland. Das habe ich dann über die Jahre immer mehr perfektioniert, sodass ich dann auch Ausbilder war für Personal Trainer in Deutschland. Hat sich bei mir aber dann auch eher Richtung Coaching verlagert. Und wie du es schon gesagt hast, seit 2000 darf ich in allen möglichen Branchen, ich glaube, ich habe alle DAX-Unternehmen durch, Vorträge geben zum Thema Prävention damals am Anfang und jetzt seit 2012, ungefähr 2014, immer mehr zum Thema Veränderung. Also wie kriege ich Veränderungen wirklich hin? Und das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist wirklich das Einzelcoaching von Geschäftsführern, von Unternehmern, von Selbstständigen, die so ihre einmal Peak-Performance erreichen wollen, sowohl physisch, aber eben auch mental. Und das ist ja, ich habe mich immer irgendwann mal so an den Punkt gefragt, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Also ich habe in den Vorträgen erzählt, isst mehr Obst, schlaf genügend, mach dreimal die Woche ein bisschen Ausdauertraining, zweimal die Woche ein bisschen Muskeltraining, dann bist du schon mal auf einem guten Weg für deinen Körper. Das ist jetzt nichts, wo jeder sagen würde, Zlatko, habe ich ja noch nie gehört. Ja, oder als Verkäufer, die wissen die Methoden, die kennen die Einwandbehandlungstechniken, die kennen Abschlusstechniken, nur sie nehmen den Hörer nicht in die Hand. So, also was ist da, was funktioniert da nicht und was unterscheidet erfolgreiche Menschen, warum kriegen die es gewuppt? Und das ist genau der Punkt, wo ich mich jetzt seit 2009 mit solchen Methoden wie psychologische Kinesiologie oder NLP oder Hypnose oder Wingwave beschäftigt habe und wir mittlerweile ein eigenes Konzept entwickelt haben, um ganz gezielt auf die Suche zu gehen, was sind die Glaubenssätze? Ich denke mal, jeder kennt das Eisbergmodell, also mit dem Unbewussten zu arbeiten, da eine Methodik entwickelt, um das auch wirklich sehr schnell und nachhaltig aufzulösen und den Kern zu finden, um, wie ich mal sage, das Mammut, auf dem du reitest, auch in die gleiche Richtung reiten zu lassen, wie du es möchtest. Ja. Das wäre von Vorteil auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Ich finde das spannend, weil ich habe selber auch mal zweite Bundesliga gespielt. Also ich habe jetzt keine Weltmeistertitel oder ähnliches. Ja. Zweite Bundesliga beim Handball und mein Tagesablauf war gefühlt fünfmal die Woche. Also ich habe auf dem Bau damals gelernt. Ich bin tatsächlich ja gelernter Maurer, wie meine Community weiß. In dem Unternehmen meines Vaters, das heißt, ich habe bis 17 Uhr auf dem Bau gestanden, dann nach Hause, kurz was gegessen, Tasche gepackt, dann zum Handballtraining, das Ganze fünfmal die Woche, um dann am Wochenende noch irgendwelche Spiele zu haben. Und da haben auch viele, viele, viele mich immer gefragt und gesagt, wie kann man das überhaupt durchhalten? Nach 8 Stunden auf dem Bau plus noch irgendwie 2-3 Stunden in der Halle. Und würdest du auch sagen, dass Disziplin das mega, mega Thema ist, um erfolgreich zu werden, egal in welchem Bereich? Für mich ist Disziplin das Ergebnis. Also sozusagen, das ist für mich die Oberfläche. Ne? Also wenn wir jetzt das, kennst du ja wahrscheinlich auch, das Dils-Modell nehmen, wo ja, außen die Umwelt, die Realität, das Ergebnis von unseren Taten, von unseren Fähigkeiten und Kenntnissen,
dass das Ergebnis von unseren Werten und das unserer Identität, also der Art und Weise, wie wir uns über selbst glauben oder über Systeme oder über Gruppen glauben. Von daher ist Disziplin für mich das Ergebnis von 5 mentalen Faktoren, die ich für mich so aus der ganzen Zeit selber bei meiner Vorbereitung für die Ironman, aber auch in dem Coaching von Olympiasiegern und Weltmeistern oder eben auch Vorständen so herauskristallisiert habe. Also wenn jemand es nicht schafft, sich nicht zu disziplinieren, dann liegt das in meiner Welt darin, dass er zum einen, das ist sicherlich 95%, limitierende Glaubenssätze hat über sich selbst oder eben über vielleicht auch die Menschen, wo er, also Klassiker in deinem Feld, jeder möchte irgendwie erfolgreich sein, er möchte reicher werden, er möchte vielleicht sogar finanziell unabhängig sein, nur die meisten scheitern. Warum? Weil sie eben unbewusst Glaubenssätze haben und die sind ja einfach wie Gedankenviren. So wie Corona haben wir Gedankenviren aufgenommen in unserer Zeit. Wir nennen sie Meme in der Fachsprache. Sowas wie Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nicht alles, Geld macht nicht glücklich, entweder bin ich erfolgreich oder ein netter Vater, was auch immer für einen Quatsch im Kopf haben. Und das ist das, was wie so ein Gummiband dich immer wieder zurückzerren wird, sagt, nee, jetzt bin ich schon zu erfolgreich, pass auf, dass du nicht einer von diesen charakterlosen, schlimmen Menschen wirst. Ne? Also das ist ja so tief in uns im System verankert. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich zum Thema Disziplin immer sage, die meisten haben kein klares, gewünschtes Endergebnis im Kopf. Ja, also die meisten benutzen das Gehirn eher gegen sich und nicht für sich. Oder wie Vera Birkenbiel es so schön sagen würde, sind Gehirnbesitzer, aber nicht Gehirnbenutzer. Ja. Also sie benutzen das Gehirn eher gegen sich. Ängste ist ein klassisches Beispiel für, ich benutze mein Gehirn gegen mich. Ich habe falsche Filme im Kopf. Ich habe falsche Gedanken im Kopf, also innere Dialoge. Und das Spannende ist ja, wenn man mit solchen Menschen spricht, ich habe mittlerweile, glaube ich, über 300 Menschen von der Flugangst befreit, die das teilweise 30 Jahre hatten. Wenn du fragst, wie machst du denn Flugangst? Die haben keine Ahnung. Die kriegen es gar nicht mit unbewusst, dass sie sich da solche schnellen Filme ablaufen lassen, wie irgendwie ein Horrorszenario passiert, wie das Ding abstürzt mit ihnen irgendwo sitzend mittendrin wahrscheinlich. Und wenn du eben verstehst, dass die Gefühle, die wir haben, die Emotionen immer das Ergebnis sind von vorigen Gedanken, dann darf ich gucken, was habe ich vorher gedacht. Und das verlangt natürlich eine Achtsamkeit, die meisten nicht trainiert haben. Das ist eine Frage von Training. Von daher sage ich mal ein bisschen provokativ, wer nicht diszipliniert ist, hat keine gute Vision im Kopf. Ja, wenn du eine emotional ausstrahlende große Vision hast, also ein großes emotionales Bild, wo du dich assoziiert siehst, also 3D-Perspektive, dann kommt die Emotion, um es zu tun. Ja, also das, was viele nicht verstehen, ist, dass sie, nehmen wir jetzt mal den Bereich Sport, sagen, ich will mehr Sport machen. Sie sehen sich beim mühevollen Prozess. Also sie sehen, wie sie schwer laufen, wie sie ächzen, wie vielleicht noch Leute komisch gucken, weil sie da so sich da hinschleppen beim Joggen. Sie sehen aber nicht das gewünschte Endergebnis, wie sie entweder unter der Dusche stehen und sagen, wow, cool, oder das ganze Endergebnis, ich sag mal zum Beispiel in 12 Monaten, weil sie 20 Kilo abgenommen haben. Und das ist das, wie Emotionen geweckt werden, nämlich durch innere Bilder. Und die darf ich bewusst steuern. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, kann ich auch bestätigen. Und ich sage auf meinen Seminaren ganz gerne mal den Satz, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Nämlich genau um das Thema, was du schon sagst, mich einfach um das Geld zu kümmern. Ich habe mal so nett angefangen in meinen Seminaren und irgendwann gesagt, wer ist eigentlich der Mensch, der sich am besten um dein Geld kümmert? Wo alle natürlich sofort gesagt haben, ja klar, ich, ist ja völlig logisch. Ja, ich sage, warum machst du es denn nicht? Und wir haben das, was du gerade sagst, auch mit diesem großen Ziel, die limitierenden Glaubenssätze. Wenn du mich vielleicht mal ein bisschen gegoogelt hast, wirst du darüber gefallen sein, dass ich damit rausgehe und erzähle, Menschen können 3-6% Rendite erzielen, allerdings im Monat und nicht im Jahr. Da gibt es natürlich auch viele, die im ersten Moment sagen, der Typ ist nicht ganz dicht. Kein Mensch kann never ever so viel Rendite machen. Ja, spannend. Sehr spannend. Ja. Sag mir mal, was war denn dein schlechtestes Investment, was du bisher getätigt hast und was waren deine Schlüsse daraus? Muss gar nicht unbedingt in Geld sein, aber vielleicht. Ja, mein schlechtes Investment, das war wirklich, da habe ich so meine ganzen Rücklagen, die ich über 15 Jahre, glaube ich, aufgebaut hatte, investiert, wo ich dachte, das ist sicherlich eine Unternehmung, das hat eine absolute Zukunft und es waren Menschen mit dabei, die sehr, sehr erfahren sind, die Multimillionäre geworden sind. Der eine hat als Koch angefangen, macht jetzt so 600 Millionen Euro Deals mit Versicherungen, mit seinen Immobilien. Und ich dachte, okay, der weiß. Und ich kannte mich in dem Bereich auch aus, war nämlich so der Bereich Coaching
Und das hat leider nicht funktioniert. Von daher durfte ich dann nochmal komplett neu anfangen. Also das war mein Learning daraus, ist es sicherlich grundsätzlich, wobei ich da auch noch auf dem Weg bin, das noch zu optimieren, ist zu splitten. Ne? Also dass du nicht, wie ich es dann gemacht habe, alles auf ein Pferd setzt. Ich denke mal, du wahrscheinlich auch, Lennart, sagst, also hat zumindest unterschiedliche Portfolios oder wie auch immer. Nicht jetzt nur auf eine Firma setzen, das könnte vielleicht bei den Aktien eine Schwierigkeit sein, sondern hast ja auch dann eine Streuung. So, das war mein Learning. Ja. Okay. Und du darfst dich selber mit auseinandersetzen. Ne? Also du, wir sehen es ja jetzt bei den Lebensversicherungen, wenn du dich auf andere verlässt und dich selber dann nicht auseinandersetzt, dann hast du immer eine Abhängigkeit und du hast nie die komplette Wahrheit, sondern die ist ja schon mal gefiltert von, und ich will das gar nicht, sag mal, vorwerfen, jeder hat natürlich auch immer eine persönliche Präferenz. Also ein Versicherungsmakler, ja, ich hoffe, alle handeln aus der besten Option, nur natürlich gucken sie irgendwie auch, wo habe ich ein bisschen was von? Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie auch menschlich, dass jeder da guckt nur. Deswegen finde ich so Honorarregelungen bei Versicherungsberatern einen fairen Deal, weil dann ist es unabhängig von dem, welches Produkt du empfiehlst oder welche Provision du vielleicht selber davon abbekommst. So. Aber ja, das... Großes Thema für Sie. Ich könnte hier gerade jetzt noch eine Stunde einhaken. Kurz. Genau, das ist deine Expertise. Da kenne ich jetzt nicht so gut aus. Mit meinen letzten 17 Jahren, aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn wir über das Schlechteste reden. Zlatko, was war denn dein bestes Investment für dich? Mein bestes Investment in mich, ganz ehrlich, das sind die Besuche der Seminare, also die Investments in meine eigene Firma. Ne? Also wenn ich überlege, ja, also klar, die Renditen sind gut, aber ich überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt 20.000 Euro investiere, um ein Buch zu produzieren und ich kann es selber verkaufen, dann ist das ja, habe ich ja innerhalb kürzester Zeit ja, das Doppelte wieder drin. Von daher ist, glaube ich, gerade vielleicht am Anfang, später, das ist ja kein Entweder-Oder, sondern ist ja ein Sowohl-als-auch, aber ich darf auch immer wieder, bevor ich jetzt mir viel zu viel Gedanken mache und vielleicht in Bereichen mich fortbilden möchte, um da irgendwie Invest zu haben, die unsicher sind, der Gedanke als Selbstständiger, als Unternehmer, ist das Invest in die eigene Firma nicht vielleicht mit der viel höheren Rendite verbunden? Also nochmal, kein Entweder-Oder, aber den Gedanken sollte jeder Selbstständiger, jeder Unternehmer schon immer auf der Platte haben, wie ich immer sage. Ja. Also kann ich 100% bestätigen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben gut 150 Seminare auf der Welt besucht. Und heute kommt das Geld, ich sage das immer so lapidar, schubkarrenweise wieder zurück. Und ich sehe das auch so, man kann mir alles wegnehmen, aber mein Wissen, mein Know-how, mein Selbstvertrauen, mein Selbstwertgefühl, ich habe bewiesen, dass ich einmal reich geworden bin, ich kann es auch das zweite Mal. Ja. Kann mir am Ende keiner nehmen. Und klar, ich sehe das auch so, jeder Euro, den du in die Firma steckst, ist natürlich mega spannend, weil der Hebel, ich sag mal, im Vergleich zu einem normalen Investment, wo man nur Geldgeber ist, natürlich in der Regel doch deutlich höher ist. Ja. Ja. Das stimmt. Mhm. Ganz, ganz spannend finde ich auch mal eine Frage. Da bin ich sehr neugierig bei dir, weil ich dich noch gar nicht so gut kenne. Wie definierst du denn für dich Wohlstand? Also im Leben wohlzustehen, das ist für mich etwas Ganzheitliches. Ich habe ja so eine 360-Grad-Analyse entwickelt, wo im ersten Schritt grob 12 Bereiche des Lebens abgefragt werden. Damit hast du alle Bereiche des Lebens schon mal ganz gut abgefasst. Und wo dann die Kunden von der Skala 1 bis 10 überlegen, okay, wie zufrieden bin ich in dem Bereich? Es ist einmal die physische Dimension, da geht es also um Bewegung, ich sag mal, um Fitness, Gesundheit, Entspannung. Dann gibt es eben auch die materielle Dimension, da geht es um was wie Charity, Konsum, also was ist deine materielle Situation, Freizeit. Das ist sozusagen das Materielle für mich. Dann gibt es eben die mentale Dimension, also da ist sowas wie Beruf versus Berufung, Sinn im Leben finden und mentale Kraft oder das Gehirn für sich benutzen, das eigene Wissen vermehren mit dabei. Und dann ist dort noch die emotionale Dimension, wo es um Familie, Freunde, Partnerschaft geht und wo ich dann immer sage, ja, was nützt dir der fitteste, gesündeste, entspannteste Körper, wenn du jeden Monat nicht weißt, wie du Miete zahlen darfst? Und umgekehrt aber genauso, was nützt du, wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast, wenn du ihn auf Kosten deiner Gesundheit verdient hast und vielleicht schon einen Herzinfarkt hattest und den nächsten schon fürchten darfst? Was nützt es dir selbst, wenn du deine Berufung gefunden hast? Ja, du bist leidenschaftlich unterwegs, du liebst deinen Job, aber alle deine emotionalen Kontakte darunter leiden. Und was nützt es dir, das ist eher ein Frauenthema, glaube ich, einfach gesellschaftlich auch konditioniert, wenn du ständig für die Familie, ständig für die Freunde, ständig für den Partner da bist, und deinen eigenen Lebenssinn dabei vergisst. Also von daher ist für mich Wohlstand im Leben, Wohlstehen etwas Ganzheitliches. Und das ist auch mein Ansatz schon immer gewesen im Coaching.
Unternehmer, Führungskräfte ganzheitlich zu unterstützen. Und ich glaube tatsächlich, aus meiner Erfahrung kann ich auch ergänzen, die wenigsten schaffen das tatsächlich, ne? Ja. Also ich kenne viele Unternehmer natürlich auch, mittlerweile viele auch sehr Vermögende. Und trotzdem stelle ich auch immer wieder fest, gerade die, die erfolgreich geworden sind, die haben es einfach echt mit, ich gebe Gas, ich mache mehr als der Nächste. So dieses typische, die extra Meile wird besser bezahlt. Genau. Das kann man vielleicht auch eine Zeit lang mal machen, aber spätestens ein paar Jahre später wird die Bombe dann vielleicht in Form von Gesundheit kommen oder ja, Familie, Ehe, Scheidung oder auch Freunde, die nicht mehr da sind, die sagen, ey, toller Typ, hat zwar viel Geld, aber puh. Ja. Und das kann ja, das nützt dann, wenn die paar Millionen, wenn man die verdient hat, dann auch nicht, wenn die Scheidung so teuer ist dann. Ne? Ja, zum Beispiel. Das wäre unglücklich, ja. Wenn man das nicht geregelt hat, wäre unglücklich. Ja, ja. Trotzdem muss ich ein bisschen auf das Vermögen nochmal eingehen. Mit einer spannenden Frage stellen wir uns vor, du würdest dein Vermögen heute verlieren. Was wären konkret die ersten drei Schritte, die Zlatko gehen würde, um wieder zumindest auf materieller Seite, das ist jetzt rein nur auf Vermögen materiell bezogen, um dein Vermögen wieder aufzubauen? Also Vermögen jetzt in Form von auch meiner Firma, dass die pleite wäre oder das, was ich bisher angesammelt hätte? Vielleicht sogar beides. Ja, okay. Ich würde, aber da bin ich jetzt sowieso, das ist zum Beispiel für mich ein neuer Bereich, mich mit Immobilien auf jeden Fall nochmal auseinandersetzen und nochmal mehr tiefer in den Bereich Aktien reingehen, also in deinen Themenbereich. Für die Aktien hätte ich einen guten. Ja, genau. Wir sprechen noch. und das andere ist, das wäre jetzt wirklich so, wir haben das bei der Corona-Zeit, habe ich das mit meinen Kunden über Social Media mal. Ich habe das sozusagen emotionale Freiheit gewinnen gemacht, dass ich sie mal gedanklich in Mentaltraining oder Meditation dahin gebracht habe. Stell dir vor, du würdest genau alles verlieren, ne? Also so stückchenweise. Erstmal deine ganzen materiellen Sachen, dann hast du noch zwei Koffer, dann auch das Haus, in dem du wohnst. Also du darfst irgendwie draußen oder woanders schlafen, dann sogar deinen Job, dann sogar deine Freunde, dann sogar deine Familie, dann sogar dein Partner und deine Kinder. Das heißt, du bist wirklich nur noch allein und hast nichts. Wie fühlt sich das an? Wer bist du dann? Also dieses, ich definiere mich über das, was ich habe oder über die Position, die ich habe. Und das Spannende ist, wenn du das mal wirklich gemacht hast und diese emotionale Arbeit getan hast, wirst du wirklich frei, weil du merkst, es ist alles noch da, wie du es schön gesagt hast. Das Wissen kann dir keiner nehmen. Du kannst immer irgendwo wieder anfangen, wenn du ein bisschen smart bist. Und wenn du erstmal angestellt anfangen würdest für die ersten Monate, um nebenbei dir wieder was aufzubauen, sagst, wenn Selbstständigkeit dein Thema ist, ist ja auch nicht jeder für geeignet, von der Persönlichkeitsstruktur oder auch von den Grundbedürfnissen, die jeder unterschiedlich gewichtet für sich braucht. Aber das wären so die Schritte, ja. Okay, sehr spannend. Ja, diese Reise habe ich auch schon mal auf dem Seminar gehört und ich glaube, ein wichtiger Faktor, sich auch klar zu machen, dass man nicht das Glück im Außen sucht, sondern erstmal mit vielleicht sich selber glücklich ist und auch, wo Leute immer bei mir auf den Seminaren doch doof gucken, wenn ich die Aussprache treffe und sage, naja, Geld ist zwar ganz schön, aber das löst deine Probleme nicht. Ganz im Gegenteil, mehr Geld kannst du auch noch mehr Probleme kriegen oder andere, von denen du gar nicht glaubst, dass die in deinem Leben eigentlich da sind. Und ich habe zum Beispiel eine Geschichte bei mir erlebt. Ich bin mit 33 vor rund 10 Jahren, bin ich so vermögend gewesen, dass ich gesagt habe, ich würde mir jetzt gerne mal ein richtig nettes Auto kaufen, so irgendwie 911 oder irgendwie sowas. Und ich habe dann tatsächlich in dem Laden gestanden und habe, nachdem ich das Angebot hatte für Leasing oder Kauf, habe ich zu Hause mit meiner Frau diskutiert, also tatsächlich angeregt diskutiert, willst du das Ding jetzt wirklich kaufen? Das war so ein Gefühl für mich auch, eigentlich so Jahrzehnte drauf hingespart, gehofft, gedacht, wie geil, wenn du da endlich einsteigst und dieses Auto losfährst. Und auf einmal habe ich echt gedacht, puh, brauchst du den wirklich? Das war für mich auch eine sehr krasse Erfahrung. Gibt es einen spannenden Kauf von dir, den du getätigt hast in den letzten paar Monaten, vielleicht 6, 12 Monaten, irgendwo Größenordnung maximal 100 Euro, wo du sagst, das war ein cooles Invest, irgendwie spannend? Also es war ein bisschen teurer und das, wenn, also kannst du ja auch als Invest bezeichnen. Die schönste Anschaffung in den letzten Monaten war das Trampolin für meine Tochter. Das ist einfach so schön zu sehen. Trampolin, ich mache dann auch immer gerne mit. Also das ist so immer ein schon fast Ritual, dass wir irgendwie täglich, wenn es nicht gerade regnen sollte, draußen auf diesem großen Trampolin rumhüpfen, weil das
ja, für alle Sinne wirklich eine wunderbare Erfahrung ist. Und da kann sie stundenlang rumhüpfen und liebt es. Und hüpfen ist eine gute Idee, weil es macht etwas mit unserem Hormonsystem. Es macht etwas, das wissen die wenigsten, auch was mit der Wassermolekularstruktur, also unserer Zellen. Es gibt ja einen vierten Zustand, einen vierten Aggregatzustand des Wassers, der verändert sich auch. Also von daher war das so das beste Investment, ja. Also es ist spannend, weil wir haben auch seit, glaube ich, 7, 8 Jahren mittlerweile das zweite für unsere Jungs im Garten stehen mit 3,60 Meter Durchmesser. Genau, und ja. Eins, und das ist auch interessant, das wirst du vielleicht sogar kennen, Bellycon, sagt dir wahrscheinlich was. Ja. Mhm. So eins habe ich auch zu Hause und ich, das ist ja nur ein bisschen Schwingen, also nicht wie ein Irrer springen, sondern ein bisschen Schwingen, aber das mache ich jeden Morgen und Abend 8 Minuten. Ja. Und da geht es mir auch super, super gut mit. Ja, ja, sehr cool. Hast du noch für unsere Community vielleicht 3 spannende Bücher, die du jedem empfiehlst, die man lesen sollte? Also Bücher natürlich, ich mag den Autor sehr. Das ist das Buch Change als Chance. Das wurde geschrieben von Zlatko Sterzenbach. Ich finde es, die Feedbacks sind wirklich gigantisch, weil es so geschrieben ist, dass du während des Lesens schon Glaubenssätze verändern. Das ist die Technik, die ich dort angewendet habe. Also während des Lesens verändert sich schon dein Unbewusstsein und du lernst eben genau diese 5 mentalen Schritte nochmal einzutauchen. Einer meiner Lieblingsbücher, was für mich auch, und das finde ich immer so ein Kriterium für ein gutes Buch, wirklich so einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat, ist das Buch, das kennen einige wahrscheinlich, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ja, das ist sicherlich auch ein Buch, was ich grandios finde. Boah, und ich habe so viel Gute. Ich drehe mich mal kurz um und guck mal so. Jetzt haben wir die Frage, in welchem Bereich, ne? Also ist es jetzt eher im Bereich Money, Finanzen oder ist es eher im mentalen Bereich? Also das Power-Prinzip von Tony Robbins ist sicherlich immer wieder zu nennen. Das war auch 1987, ich habe die Erstlage bei mir noch vollkommen zerfleddert im Regal stehen, war auch eins der ersten Büchern, die mich in diese Welt des NLP oder überhaupt der Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne hineingebracht hat, ja. Sehr cool. Mhm. Also kann ich auch unterschreiben. Dein Buch, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gelesen. Das wird gleich bestellt von meiner Assistentin. Ja, bist du mehr ein Leser oder bist du mehr ein Hörer? Ja, das überlege ich gerade. Also ich lese schon Bücher, aber es geht mir auch so. Ich habe, glaube ich, 1200 Bücher. Ja. Davon habe ich ungefähr 700 bis 800 gelesen. Die anderen 400 sind noch eingepackt im Schrank. Weil so wie bei dir jetzt, immer wenn ich eine Empfehlung bekomme, wird das sofort gekauft. Die anderen beiden habe ich natürlich. Die 4-Stunden-Woche kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, die 4-Stunden-Woche wirklich komplett umzusetzen, ist schwierig. Aber die Ideen, die er hat und so ganz krass anders zu denken, ist total cool. Und wir haben mal ein Webinar gemacht das ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre her. Es war in unserer das erste Online-Webinar und das hieß die 2-Stunden-Woche. Und ich schwöre dir, Zlatko, damit haben wir Leute angesammelt, wie die Hulle. Es sind dann einige abgesprungen, weil der Gedanke dahinter war, wie du in 2 Stunden mehr schaffst als andere in einem ganzen Jahr. Und das war bezogen auf Rendite mit deinem Geld. Weil ich erkläre Menschen Strategien, wie man das in 2 Stunden schafft, mehr zu machen, wie andere das ganze Jahr dafür brauchen. Und da sind natürlich ein paar abgesprungen, weil die haben, der Typ ist nicht ganz dicht. Aber vom Ding her war das halt eins der coolsten Webinare und das vollste, was wir jemals gemacht haben. Und gut, Power-Prinzip, Tony Robbins natürlich. Ja. Ja, fast die Bibel des Erfolgs, will ich mal fast sagen. Ja. Habe ich, glaube ich, 1997 das erste Mal gelesen. Und, cool. Cooles Teil ist zwar, ich finde, schon viel Stoff auch, teilweise trocken zu lesen, aber natürlich auch legendäre Erkenntnisse. Dann schicke ich dir einfach im Nachgang hier von unserem Call das Hörbuch mal zu, weil das Hörbuch ist einfach Sahne, weil nicht nur ich es besprochen habe, sondern der wunderbare Dietmar Wunder, das ist ja die Synchronstimme von James Bond, Daniel Craig 007 und das ist einfach ein Ohrenschmaus und das mit den Inhalten kombiniert, ich glaube, das macht dir mehr Freude, als das Buch. Sage ich vielen, vielen Dank, lieber Zlatko. Sehr gerne. Ja, wenn meine Community noch was über dich wissen möchte, wo finden sie dich denn? Darfst du gerne noch mal was raushauen. Ja, also ich habe eine Seite, wo die Teilnehmer noch mal einmal diese 360-Grad-Analyse machen können, wenn sie möchten, und sich noch mal mit diesen 5 Erfolgsfaktoren, die ich so zusammengesammelt habe in den Jahren, sich anschauen können. Das wäre die Seite Aktion, also mit C, Aktion, also action.iron-mind.de. action.iron-mind.de. Da bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit,
sich einmal das Video anzuschauen, nochmal über eine knappe Stunde, über die 5 mentalen Faktoren und eben diese 360-Grad-Analyse zu machen. Und auch gerne, wenn Sie dann ein kurzes Gespräch haben möchten mit mir, ist auch das möglich. Das ist gerade eine Aktion, die wir am Laufen haben. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank für den spannenden Podcast. Ich hoffe, dass ihr in meiner Community einiges mitnehmen konntet. Wir werden den Link auch nochmal in der Bio unten verlinken, sodass ihr das auf jeden Fall auch finden könnt. Ich sage dir ja von Herzen vielen, vielen Dank. Fand das spannend. Sehr interessante Erkenntnisse auch für mich, trotz 25 Jahre Erfahrung mit den Themen. Und ja, wenn euch das im Podcast gefallen hat, freue ich mich über tolle Kommentare oder auch Fragen. Und ihr dürft nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, Ulrich Müller und sein Börseninvestor-Podcast geht wieder online. Vielen Dank, bis bald und ciao. Vielen Dank, Ulrich. Dankeschön.